Hey Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Schorsch 05 und ja, das letzte Mal, ich bin hier mal hergewatschelt und wir brauchen nämlich noch so eine kleine VM, damit wir hier, damit mein altes Ich ein bisschen mehr weiß, wie man zurechtkommt. Ey, mein Dude. Professor heißt Gehilfe. Wenn du das Pokémon verschiedene Pokémon gefangen hast, dann Geschenk für dich. VM5. Schmor, hast du 10 oder hier Pokémon gefangen? Upa, du hast 19. Ja, cool, 19. Ein paar davon mag ich nicht mal. Einfach klasse. Mir hast du ja richtig verdient. Ah, kein momentan Platz für deinen Ver... Dinge. Dinge passieren. Du Twat. Dieser minimale Seilspace, ne? So. Gib mir. Gib oder du kommst in Gips. Dankeschön. Platz, Alter. Oh, guck mal, da willst du leider. Hast du dich in den Weltschunnel wagen? Ja, und das ist das Einzige, wofür diese Attacke gut ist. To be brutally honest. Ich muss mal echt am PC und mein Zeug neu machen. Und mit mein Zeug neu machen meine ich einfach mal Schrott wegwerfen. So. Jetzt müssen wir wieder durch den Diktatunnel. Durch unser aller Lieblingsort. Wo ist mein Fahrrad? Kann ich das nicht irgendwie... Ah, ich kann es nach oben setzen. Das mache ich jetzt auch mal. Yeah! Und natürlich müssen wir durch den Pillarman-Tunnel. Wir haben ja zwar unseren eigenen, aber gut. Ey, Gorbel. Guess what? Ich habe dich nicht wirklich vermisst. Dass Leute nicht realisieren, dass das Ganze mit Gorbel ein Running-Gag ist, ist auch jedes Mal wieder amüsant. Blöde Viechdinger. Ihr seid im Grunde einfach... Ach, du bist... Ach, ein Level macht den Unterschied, mein Freund, weißt du? Du bist mir einer. Ja, doch, ist. Das geht schneller, als wenn ich durch den Mondberg gerade. Wie sieht's überhaupt mit dem Level aus? Katschupi... Sui ist aktuell am Durchdrehen. Wir haben unseren eigenen Pillarman und wir haben Pate. Oder Patte. Patte. Wir packen mal Patterfix nach vorne. Mal gucken, wie lange der gute Vogel uns noch nützlich ist. Patte, unser Porenta. Habe ich gegen Bird Person eingetauscht. I don't regret die one Stück. Ich merke es jetzt, die Dinger sind normalerweise Level 20 und Patte ist gerade mal Level 16. Das könnte böse enden. Und die sind immer schneller als er. Aber ich sag mal so, ich nehme gerade alles mit, was Patte irgendwie kriegen kann. Oh, er kriegt sogar spezielle. Mm. Spezielle Erfahrungspunkte. Mm. Bla, 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 bla. Another one. Ich glaube, Patte überlebt das nicht. Patte ist sehr speziell, ja. Ah, Patte, kriegst du es hin? Can you do it? Can you do it? Yes, you can. Ja, Patte ist... Ah, stimmt, natürlich spezielle Erfahrung, weil es ist ein Tausch-Pokémon. Tausch-Pokémon kriegen irgendwie mehr Erfahrung. Who knows why? Wäre es eine Nuzlocke, hätte ich schon 10-mal wieder neu anfangen müssen. Wow. Patte... Patterfix macht seine... macht Arbeit. Ich hätte dich Patterfix genannt, wenn ich die Option dazu gehabt hätte. Spoiler, I didn't. So, zwei folgende Sachen. Einmal Patte wieder heil machen. Weil Patte might die. Mein Patte ist, ich habe Pokémon mit merkwürdigen Namen in meinem Team, aber Patte ain't one. So.
PC von Smorf. Ablegen. Wir legen mal den Mondstein ab. Den brauchen wir gerade nicht. Das Domfossil brauchen wir gerade nicht. Das Bootticket brauchen wir erst recht nicht mehr. Mein Fahrrad! Ich will mein Fahrrad wieder. Ich habe mein Fahrrad in den PC gedrückt. So, was können wir noch wegpacken? Ach, fuck die Angel. Es gibt später eine coolere. Das ist doch schon etwas mehr Platz. Beziehungsweise Flash können wir auch wegpacken, wenn wir ein Pokémon hätten, was Flash kann. Flash! Natürlich kann es nur Kachupi. Weißt du, Kachupi? Da tut mir ja so ein bisschen leid, ne? Moment, haben wir vielleicht ein anderes Opfer? Weil ich will Kachupi nicht da mit Blitz tainten. Ich pack mal den Pillarman kurz weg. Ich meine, wir haben genug Boden-Pokémon. Also, wir haben Don Kappa. Ich habe keine Ahnung mehr, was du warst. Ein Carpador, but of course. Du kannst mit Sicherheit kein Platscher. Gulba? Myrapla? Sorry, wir haben schon Pflanzen, Dude. Horn? Ach, Rettern. Plateau? Super, ja, das wird nicht funktionieren. Luffy ist ein Affe, das weiß ich noch. Warrior war Paras. Kam Paras? Blitz? Warrior, ich geb dir mal eine Chance. Aber das ist auch eine deiner letzten Chancen. Nur mal so nebenbei. Das ist eine deiner letzten Chancen. Ich will echt nicht Kachupi damit nerven. Aber ich werde wahrscheinlich Kachupi damit nerven müssen. Ja, Patte kann leider kein Flash. Das hatte ich eigentlich gehofft. So. Du bist gefeuert. Fuck off, Warrior. Kann vielleicht... Kann Gulba Flash? Let's find out. Warum eigentlich? Warum sollte es das können? Natürlich. Es kann wirklich... Kachupi ist unsere einzige Hoffnung. Gut. Kachupi. Tut mir ja echt sorry. Ja gut, du hast noch Heuler. Okay. Beziehungsweise wir gehen in den Felstunnel, ey. Gulba, ich sag das ja nur ungern, aber ich denke mal, du bist gar nicht so doof. Ich meine, Dick da mitzunehmen, Pillarman, außerdem immer wieder dieses Eieieie, das wird, glaube ich, ein bisschen problematisch irgendwann. Ach, Kachupi. Ey, Kachupi, ich wollte dir das echt nicht antun, nur mal so. Aber mir bleibt leider keine andere Wahl. Mir bleibt leider keine einzige kachupige Wahl. The Justice of Kachupi. Find's doch mal geil, wie ich hier immer von meinem Fahrrad runtergehe. Ja Mensch, wir haben ja jetzt noch fast eine halbe Folge damit verschwendet, überhaupt wieder dahin zurückzukommen, wo wir eigentlich hin wollten. Meine Güte, Smorf, kannst du nicht mal eine Treppe mit dem Fahrrad hochfahren? Was kannst du eigentlich? Okay, so weit, so gut. Hat ja nur fast einen halben Part gedauert. Nein, überhaupt nicht. So, und Patte brauchen wir für Zerschneider. Slash! Deswegen lasse ich Patte jetzt auch mal vor. Ey, ich weiß nicht, ob ich einen Duflor haben will. Ich bin ganz ehrlich, I have no idea. Hey, mein Dude. Du hast keine Chance, du kleiner Raubbock. Boah, Alter. Willst du streiten? Willst du streiten? Willst du prügeln oder was? Fuck my life. Okay. Das ist ein Kleinstein. Ich glaube, das ist ein bisschen viel für Gulba.
Killer Queen. Das erledige ich mal unsere Queen. Unsere Queen, die lacht über sowas. Das Schlimme ist, eigentlich könnten wir Kachupi auch ersetzen, weil Queen, unsere Queen hat letzten Endes auch Donner, also Donnerblitz, ne? Oh, Maholo, ja, das kann Putter erledigen. Das kriegt er hin. Das überfahrene Ding kriegt er hin. Ich glaube, ich hoffe. Beziehungsweise Patte ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, leck mich auch, okay. Ist cool. Ist okay, ist cool. Für etwas, das nicht effektiv war, aber ein Crit war, hat's ganz schön wehgetan. Fuck off. Strobe Lights. Ich meine, er kriegt trotzdem besondere Erfahrung. Ach komm. Die Queen. Sie kennt den Weg. Und der Weg führt durch dieses Kleinstein. Sehr schön. Ich meine, Patte ist echt leicht zu leveln durch seinen speziellen Erfahrungsgejatze, aber trotzdem. Es könnte ein bisschen problematisch werden. Wollen wir mit dir kämpfen? Nein. Nein. How about no? Ein Mauzi. Ein einziges Mauzi. Zui. Would you kindly? Boah! Bäh! Es ist immer wieder schockierend, wie lange ich darüber nachdenke. Nein, 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 nein. Und wie wenig Sui mit seinem... mit Stein schmeißen kann. Alles ist besser als Bird Person. Mein Bird Person ist ein Problem. Bird Person war ein Problem. Schnaufler! Und Patte kriegt einfach spezielle Erfahrungen. Er ist einfach ein besonderes... besonderer Vogel. Es ist einfach Sui-Stein, ja. No one gets this. No one likes this joke. War da oben in dem Gras irgendwas, was tatsächlich cool ist? Was irgendwie tatsächlich nice wäre? Ich kann mich da nicht gerade dran erinnern, aber ich glaube, da war nichts wirklich Berauschendes. Immer wie meine Pokémon gekämpft habe, wurde ich besiegt. Ja, deswegen bist du auch hier am Arsch der Heide. Das erklärt so vieles. Ein Kachupi! Oh shit. Bad idea. Wen machen wir das denn mal? Killer Queen. Keine Ahnung, warum ich Killer Queen da reingeschickt habe, aber es wird schon passen. Ich glaube genau deswegen. Es hat sich einfach draufgesetzt. Ein Pipi. Pate, das müsst ihr wohl schaffen. Es ist der Pate, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Es ist nicht Patte, sondern Pate. Der Pate. Das ist immer der Punkt, den viele Leute gerne vergessen, wenn es um Patte geht. Er ist der Pate. Ich meine, guckt euch seinen Stance an. Und ich prügel mich hier gerade mit einem Pipi. Das klang falscher, als es eigentlich sollte. Pef! Och du, ich hätte... Fireblast, ich hätte auch so gern Glumanda gehabt. Ich hätte auch gern so gern... Shiggy gehabt. Und was kriegen wir? Die Enttäuschung namens Gobble. Es ist leider, wie es ist. Echt? Zerschneider ist stärker als Schnabel? Wirklich jetzt? Jesus Christ, okay. Okay, wieder was gelernt. Ich kenne Zerschneider mal nur als die Attacke, die du nie in deinem Leben benutzen willst. Because trash. So, auf in den Felstunnel. Das kann ja nur gut gehen jetzt.
will ja nicht angeben, aber ich konnte damals wirklich blind hier durch. Ohne Flash. Heutzutage kann ich das nicht mehr. Not you again. Nicht du schon wieder. Ich weiß, hätte ich gelb gespielt, hätte ich sie alle haben können. Hätte ich sie alle schnappen können. Aber gelb ist so... Oh, dann hast du zu Anfang einen Katschupi. Und musst damit gegen Rocco. Und das heißt, du musst dir irgendwie einen... Scheiß... Smetbo holen, weil du sonst einfach nur gereckt wirst. Because es ist kein Anime. Hier kann Pikachu kein Eisenschweif oder sowas. Aua. Wisst ihr noch, wo Biss eine normale Attacke war und nicht Unlicht? Und ich mir bis heute ein Rätsel ist, warum... Wieso? Das ist mir bis heute ein Rätsel. Warum Biss eine Dings-Attacke ist. Jackpot. So, Heiko, danke dir fürs Followen. Aber welche 16? Gulba! Oh mein Gott! Das sieht ja schrecklich aus. Und das sieht ungesund aus. Allerdings ist es effektiv genug, um mich fast wieder hochzuheilen. Und dieses Kleinstein ist geringfügig dämlich. Das ist cool. Okay. Okay. Geil, hier ist nicht mal was. Was eine Zeitverschwendung. Zubat. Das sollte hier ja auch eine Zubat-Höhle sein. Zusammen mit der anderen. Ich wollte gerade sagen, don't you dare. Der Pate ist immun gegen sowas. Der Pate ist immun. You don't mess with the Pate. So, mein Dude, hi. Na, guck mal, was kämpfen losgeht. Wäre vielleicht eine dunkle Höhle. Ich meine, ich bin hier reingekommen und es war dunkel. Was macht ihr ganzen Dudes eigentlich hier drin, wenn es dunkel ist? So, Boden. Da ist Schnabel aber trotzdem, glaube ich, besser. Oder auch nicht, okay. Haha, keine Wirkung. I'm not faced with your shit. Ja, das wiederum ist ein bisschen nervig. Furienschlag. Ist genauso ineffektiv. Es sei denn, der Pate denkt sich, ich treffe fünfmal, dann ist es was anderes. Der Pate got discovered. Keine Wirkung. Alter, der Pate denkt sich, du kannst mich mit deinem Knochen nicht treffen, mein Junge. Das finde ich irgendwo schon fast witzig. Beziehungsweise, es gibt so ein Bild, wo ein Hut einfach einen Knochen an den Kopf bekommen würde. Aber der Knochen faced einfach nur durch, weil es nicht effektiv ist. Deswegen, es ist... Okay, bad idea. Bad idea. Bad touch. Bad idea. Gobble, übernimm du. Das ist vielleicht genauso eine bad idea, aber es ist nur Gobble, also von daher. Es ist sogar eine schlechte Idee. Rangib. Kaslam! Shit, das Ding ist Level 23 und mein Myrapla ain't shit. Kaslam! Dein Phlegmon ist trash! Oh mein Gott, Gulba hochzukriegen dürfte echt ein Problem werden. Aber man muss es positiv sehen. Genau. Keine Ahnung, es ist... Myrapla regelt. Myrapla hätte keine 2 Sekunden in diesem Ring überlebt. Oh, ein überfahrenes Kind. Ich meine, mach Holo. Pate schwächt das Ding mal. Gut gemacht. Der Pate. Er regelt. Ich bin ganz ehrlich, so ein Macholo. Ein Macholo, so ein Kampf-Pokémon. Ich meine, wir kriegen später fucking Sanji oder Steve oder whatever. Komm, wir versuchen's. Oh
Oh yeah. Macho Man. Kraftports. Dieses Pokémon stellt so wie Muskeln. Es trainiert sehr viele Kampfsportarten. Ups. Macho Man. Macho Man wurde auf PC übertragen. Sehr schön. Wieso stellt mir jetzt gerade so ein Macholo vor, was zu dir kommt und sagt so: Get in my tank! Get to the chopper! Und auf einmal schlägt er irgendwie einen Maschok irgendwie den Schädel ein. Ich muss aber sagen, der Gedanke an einen Maschok ist, ja, doch. Ich meine, ach Mann, aber wir kriegen nachher Kikli oder Nokshan und ich, Sanji ist ja auch cool, ne? Oh, Flag 4, oh mein Gott. My only weakness. Das könnte in die Hose gehen jetzt. Ja. Flashbang! Shit. Katschupi, ich überlasse das dir. Ich hoffe, Katschupi überlebt das. Okay, gut. Shit. Du kannst ja nur noch Donnerschock. Du musst ja Donnerblitz erst lernen. Stimmt ja, du bist ja nicht wie unsere Queen. Von Natur aus begabt. Ich habe überhaupt nichts mit Drogen da gemacht an der Queen. Nein, überhaupt nicht. Wie kommt ihr drauf? Wie kommt ihr denn auf solche Ideen? Ich bin erschöpft. Ich bin enttäuscht. Ui, ui, ui. Oh, doch ein Macholo. Ich bin ganz ehrlich, mag Macholo ja, ne? Macholo und generell. Machomai ist cool. Es ist dieses pure oder Pokémon einfach. Was ich irgendwo feier. Aber wir haben noch. Wir können uns bald irgendwann Sanji holen und. Selbst wenn, wir haben auch noch einen Rasaf in Notfall, also. Also ein Mankey, um genau sein. Aber war Mankey nicht trash? Ich weiß es nicht. So viele Entscheidungen. So viele Entscheidungen, so wenig Zeit. Was sollen wir nehmen? Ein Macholo, was später zu Machoke wird? Was im Grunde den Song von Fist of the North Star nachsehen könnte? Nach dem Motto, I'm a shock! Und so denkt sie und ja. Ich meine, Mashok und Machomai sind an sich eine laufende Jojo-Referenz, ein, was ich eigentlich lieben müsste. Wobei, da müsste ich eigentlich Nokchan nehmen, weil. You know? Auch wenn Nokchan fucking Frittenhaare hat, ne? Es wäre das ein absolutes Jotaro-Pokémon. Die sieht immer so aus, sagt immer so, Hug me! Ah, nice. Unkraut. No! How dare you! Oh, der Absorber hat dem Ding jetzt das Leben gerettet. Ich kriege ja einen Hals. Mirapla sieht auch scary aus. So ein bisschen, ne? Bisasam. Was mache ich denn gegen einen Bisasam? All meine Antworten sind Katschupi oder... Oh mein Gott, ich habe echt wenig gegen Pflanze. Ich habe nur den Paten. Aber der muss jetzt erstmal. Der muss erstmal fit werden. That's what you get. Okay, das könnte jetzt ekelhaft werden. Ist paralysiert. Ja, das könnte jetzt nervig werden. Ja, eben Level 22, es ist kein Bisa-Knosp. How is that happening? Oh mein Gott, das könnte heftig werden. Aber Part ist das Einzige, wo hier tatsächlich nicht abfuckt.
Also nicht komplett abfuckt. Meine Güte, hat mein Team viele viele starke Schwächen. Oh, come on, Pate! Lass mich jetzt nicht allein! Hätte Schnabel mehr gerockt, ich hab keine Ahnung. Ja, ist ausgewählt. Ich bin immer noch eingepflanzt, du Mistvieh. Oh, come on. Mach es doch kaputt jetzt. Dankeschön. Yay. Ja, aber das Schnabel ist nicht so stark und dann... Oh, der Pokémon ist verwirrend, ey. Na, fuck, fuck. Du schon wieder. Ach, shit, ich bin dann noch paralysiert. Ich glaube, ich habe keinen Paraheiler dabei, wa? Ach, come on, wirklich. Okay, gut. Alles gut. Habe ich irgendwas dabei, was Paralyse heilt? Ich denke nicht. Ah, fuck. Ja. Sieht so aus, als muss Katschupi an die Front. So viele Optionen habe ich leider jetzt nicht. Ich habe nur ein Gegengift. Fuck. Aber gut. Das und vieles mehr tun wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, Leute.